Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über die vermutlich finalen Änderungen für 10.1, die jetzt bekannt gegeben worden sind. Die größeren Änderungen sind durch und wir können uns freuen, der Patch steht kurz vor der Tür. Viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen. Über das erste, über das wir reden wollen, ist eigentlich nur die Confirmation oder die Bestätigung dafür, dass der Patch jetzt weitestgehend abgeschlossen ist, zumindest die größeren Änderungen. Und zwar haben wir einen Release Candidate Build. Das bedeutet immer, Release Candidate Build ist quasi das, was also die finalste Form, die man haben kann. Jetzt werden vermutlich nur noch Hotfixes kommen und Hotfixes sind im Normalfall ja eher kleinerer Natur. Das heißt, die Devs werden sich jetzt darauf einstellen, dass sie sich wahrscheinlich mehr um Bugs und solche Sachen kümmern, die noch da sind. Das schon mal aufspielen im Hintergrund und gucken, ob das alles funktioniert mit ihren Zugängen. Und dann nur noch kleine Adjustments machen, beziehungsweise Sachen, die vielleicht noch nicht ganz fertig geworden sind, dann eben noch nachreichen. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt mit den Änderungen, die hier kommen, schon mal darauf einstellen, dass erstmal der große Schwung vorbei sein wird. Blizzard hat allerdings gezeigt, dass in letzter Zeit sie sehr der Schlag dahinterher sind, schnelle Hotfixes zu machen, schnelle Tunings zu machen. Und ich denke mal, wir können erwarten, dass es ähnlich schnell geht wie in der ersten Season. Wobei wir diese Season sogar den Vorteil haben, dass sie einfach viel mehr Daten hatten, mit den neuen Talentbäumen zu arbeiten. Was dazu führt, dass Entscheidungen, die sie treffen, deutlich durchdachter sind. Hoffentlich auch mehr on point. Allerdings wahrscheinlich auch schneller auf Feedback reagieren können, weil sie weniger haben, woran sie im Hintergrund arbeiten, weil halt einfach eventuell nicht alles geschafft wurde zum Launch. Ne? Also wir haben jetzt die Chance, die Specs noch mehr zu perfektionieren oder sie noch mehr in Perfektion zu erleben, beziehungsweise darauf hinzuarbeiten, dass die Specs noch besser werden. Es gibt ein paar Specs, die hinten an sind. Und ich gehe jetzt über ein paar Sachen hier in dem Video ein. Ich haue euch alles wieder in die Infobox. Sollte es dazu noch irgendwelche Updates geben, pinne ich euch das an im Kommentar. Ansonsten, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo oder Like freuen. Dann lasst uns starten. Die erste Sache, die sich ändern wird mit dem Patch, ist, dass es ein Trading-Fenster gibt, was jetzt 4 Stunden lang ist, anstatt 2 Stunden. Das gibt Raid-Gruppen die Möglichkeit, Items, die sie am Anfang eines Raids bekommen, bis zum Ende des Raids aufzuhalten und die Loot-Verteilung erst am Ende zu machen. Das hat Vorteile, zum Beispiel, wenn mehrere Items von der gleichen Sorte droppen. Also wenn man beim ersten Boss zum Beispiel Schuhe bekommt und beim siebten Boss bekommt man auch Schuhe, dass man dann die Möglichkeit hat, je nachdem, welche Stats die haben, das dann eben zusammen zu verteilen, sodass das eher an die Person gibt, die es dann eher braucht, anstatt dass dann eher der als nächstes dran ist oder wie auch immer eure Loot-Verteilung aussieht, dann das bekommt. Und wenn ihr das natürlich über Random Rolls macht oder so, ist das auch völlig egal. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass diese Möglichkeit da ist, dass man solche Sachen aufheben kann. Ne? Gerade wenn man verschiedene Schwierigkeitsgrade hat, kann man halt eben auch darüber nachdenken, dass man sagt, okay, man geht Normal, macht die ersten 2-3 Bosse, dann geht man HC, macht die ersten 2-3 Bosse und dann guckt man halt, dass man die Items sinnvoller aufteilt, als dass dann die eine Person, wo das Biss-Item vielleicht das erste ist vom ersten Boss, dann das auf Normal bekommt und das auch auf HC bekommt. Ne, dass dann zum Beispiel das Normal-Item geht an jemanden, wo das nicht die besten Stats sind und das HC-Item geht an dem, wo das die besten Stats sind, weil man die HC-Items ja mittlerweile auch auf mythisches Niveau aufwerten kann und die ja dann längerfristig auch sinnvoll zu benutzen sind. Das gibt einem auf jeden Fall viel mehr Handlungsspielraum, zumindest in einer organisierten Gruppe. In Dungeons glaube ich, dass es nicht so viel bringt, wie jetzt für einen Raid. Aber prinzipiell kann natürlich auch da der Fall sein, dass wenn man mehrere Dungeons hintereinander läuft und man ist in der gleichen eingespielten Gruppe, ist jetzt vielleicht weniger ein Change für diese Season als mehr für das nächste Add-on, wenn das kommt. Weil wenn man sich zurückerinnert an Mythisch 0, da war es ja auch eben so, dass man mehrere M0 hintereinander gelaufen ist und eventuell eben in die gleiche Situation gekommen ist. Dass man nicht wusste, wer jetzt welches Item bekommt und man musste sich halt früher entscheiden. Da hat man dann eben auch ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Ob da jetzt 4 Stunden großartig den Unterschied machen zu 2 Stunden, weiß ich nicht. Also mehr ist immer besser, weil man dann mehr Handlungsspielraum hat. Kann man nicht genau sagen, was das in Dungeons für einen Unterschied macht, aber ich persönlich denke, das ist ein guter Change für Raider. Kommen wir zur nächsten Sache. Die nächste Sache, die sich ändern wird und ein bisschen massiver ist, das hatten sie zum Anfang von Dragonflight eben auch gemacht. Und zwar erhöhen sie das Stamina und den Schaden der Gegner um 25%. Ja, das heißt, also die erhöhen das Spieler-Stamina.
Ja, das bedeutet, alle Spieler haben 25% mehr Leben und die Gegner machen 25% mehr Schaden. Also sollte sich das ungefähr ausgleichen. Was das eben enabled, ist einfach, die Spieler haben einen größeren Health Pool. Das heißt, wenn die einen Schlag abkriegen, dann haben die Heiler generell mehr Zeit, diese Spieler hochzuheilen. Beziehungsweise, wenn ein Spieler etwas Defensives benutzt, hat er eben, gibt er dem Heiler eben mehr Möglichkeiten, damit umzugehen. Ist prinzipiell eine gute Änderung, weil je mehr Health Pool da ist und je mehr man mit solchen Sachen wie Vermeidung spielen kann und dann eben den Heilern eventuell die Möglichkeit gibt, sich Zeitfenster zu schaffen hier und da, ist das prinzipiell ein ziemlich, also meiner Meinung nach ist das ein ziemlich guter Weg, um einfach Heilern die Möglichkeit zu geben, die HPS-Output gut haben, aber vielleicht nicht so gut sind im Schilden oder sowas, eben auch die Möglichkeit zu geben, zu excellen in dem, was sie tun, ja, und zu zeigen, was sie können. Weil früher war es ja so, dadurch, dass das so ein bisschen Live-Ping-Pong gewesen ist, dass Schilde immer besser waren als direkte Heilung, weil direkte Heilung immer erst zu spät kam, ne? Weil wenn Spieler instant tot ist, ist er instant tot. Ich meine, das wird immer noch passieren, dass Spieler instant sterben und dass man da irgendwas tun muss. Allerdings wird einem dadurch, dass mehr Leben da ist, dann eben auch mehr Möglichkeit geboten. Ein kleiner extra Puffer. Ja, zumindest bei den unteren Stufen. Irgendwann gleicht sich das natürlich wieder an, gerade mit dem erhöhten Schaden auch. Aber es ist halt eben noch wichtiger, Schaden zu vermeiden. Und zum Beispiel dieser Aura-Schaden, der im Hintergrund existiert, wo immer pulsierender Schaden kommt, der ist ja nicht designed dazu, dich zu one-shotten, sondern der ist ja designed dazu, dass du generell ein bisschen Schaden kriegst und wenn du mehr Leben hast, kann damit besser gearbeitet werden. Weiß nicht so ganz, ob diese 25% Damage das nicht so ein bisschen negieren an einigen Stellen oder vielleicht gewisse Dinge wieder schlimmer machen. Müssen wir mal abwarten. Gerade in den neuen Dungeons gab es viele One-Shot-Mechaniken, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber prinzipiell erstmal meiner Meinung nach eine gute Änderung. Das bringt auf jeden Fall solche Specs wie Holy Priest oder Druidenheiler eben weiter mit nach vorne, anstatt wie es früher war mit Paladin und Disci, die halt sehr, sehr stark gewesen sind. Wobei meiner Meinung nach nicht nur das eine Rolle spielt, sondern eben auch das Tuning von den Heilspells. Weil man merkt ja aktuell heilungstechnisch, könnte das Balancing ein bisschen besser sein. Holy Priest ist sehr weit hinten ab, alle anderen Specs sind ein bisschen dichter beieinander. Natürlich ist Druide und Evoker, was Dungeons angeht, sehr weit vorne. Mal sehen, wie sich das jetzt ändert. Dadurch, dass die sind ja auch durch Tuning Iterations gegangen und mit den neuen Tiersets kann sich da schon was an, kann sich da schon noch was ändern. Hängt ja auch immer von den Dungeons ab. So, ich packe euch das wie gesagt auch wieder in die Infobox rein. Hier ist dann ein Haufen Sachen, die jetzt einfach mehr heilen, ne? Also zum Beispiel beim Blut-DK heilt jetzt einfach ein Haufen Zeug mehr. Die haben ja auch noch Tiersets angepasst, das zeige ich aber gleich in einem anderen Post. Prinzipiell, was sie gemacht haben, ist, Fähigkeiten, die in irgendeiner Art und Weise Leben heilen oder erhöhen, das erhöht jetzt einfach ein bisschen mehr. Ja, beziehungsweise, wenn man sich selber heilt durch einen Heilspell, dann heilt das eben auch mehr. Das könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Da sind sie auf fast alles eingegangen. Einige Sachen haben sie sogar mehr gebufft als diese 25% mehr Leben. Aber das könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und bringt dann eben auch gewisse Klassen, die sich selber heilen können, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Es ist jetzt nicht so, dass eine Fähigkeit wie Vampirumarmung oder Führung der Ahnen verbessert wurde, sondern es ist mehr so, dass es halt ein Single-Spell, ein Single-Heal-Spell, sowas wie Blitzheilung verbessert worden. Okay, kommen wir zu den Klassenänderungen und Tierset-Tunings, die anstehen. Ich werde jetzt nicht über jede Klasse drüber gehen, weil ich mich nicht mit jeder Klasse auskenne. Hau ich das, wie gesagt, in die Infobox, dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Die Klassen, die für mich jetzt relevant sind, sind einmal Druide, vor allem der Guardian-Druide, der Wächter-Druide. Die Heilung wird erhöht von den ganzen Zaubern, jetzt mehr als, also fast verdreifacht. Muss man mal gucken, wie genau, hier sind diese 25% drin. Ach, das ist ein neuer Effekt. Okay, und das sind Änderungen. Also wie genau ich mir das vorstellen kann, auch warum jetzt hier das Bild von dem Sonnenfeuer ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Heilung wird halt erhöht, auch von Swiftment. Das ist vor allem wahrscheinlich die Off-Field-Heilung, wenn man jetzt als Guardian-Druide dann sich in die normale Gestalt begibt, was eigentlich nie passiert. Es sei denn, man möchte sich mal zwischen den Packs heilen. Also ist die Heilung. Vielleicht ist es im Raid relevant und macht Sinn. Vielleicht ist Guardian-Druide tatsächlich jetzt ein sehr guter Off-Heiler, wenn man mal nichts zu tun hat. Wir werden sehen, ob es da irgendwelche neuen interessanten Änderungen zu gibt. So, dann haben wir einmal Brambles. Davon wird der Schaden erhöht.
Ich liebe Brambles. Also, ich habe den Tipp bekommen, dadurch, dass Baumrinde auf so einen kurzen Cooldown ist, einfach mit Baumrinde in das Pack reinzugehen, wenn man Brambles hat. Und man hat eigentlich in fast jedem Bild Brambles, soweit ich das mitgekriegt habe. Dass man halt einfach ein bisschen, ihr seht es, der zweite Effekt, while Barkskin is active, Brambles also deal bla 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 Nature Damage. Einfach Naturschaden im AOE-Bereich macht. Das hilft einem wahnsinnig gut, Aggro zu halten. Jetzt dadurch, dass sie den Cooldown von Barkskin nochmal reduziert haben. Und mit Talent ist das halt auch, ich glaube, auf 31, 32 Sekunden Abklingzeit. Das Ding ist super stark. Du machst es am Anfang deiner Inkarnation an. Wenn deine Inkarnation am Ende ausläuft, hast du es direkt wieder. Es ist wunderbar und es erhöht den Schaden sehr, sehr enorm. Und das ist jetzt zusätzlich noch ein bisschen Damage Reflected, ist gut. Elune's Favorite. While in Bear Form, you deal 10% increased Arcane Damage and are healed for 40% of all Arcane Damage. Okay, 10% mehr Heilung. Ist ungefähr ein Drittel, also 33%, kommt ungefähr hin mit der Änderung von dem 25% mehr Leben. Luna Beam auch ungefähr 25% mehr Heilung, ne? 100% statt 80%. Ursoc's Fury ist auch ungefähr 25%, wobei es eher nur 20%. Ist ein Fünftel von 50% jetzt auf 60%. Wobei natürlich der Bär schon immer relativ viel Leben hatte und der dadurch jetzt noch mehr Leben hat. Den das hier wiederum weniger. Restoration auch nicht. Was haben wir? General. Okay, Shred wird generell noch erhöht. Thrash macht generell ein bisschen mehr Schaden. Und der Bleed macht ein bisschen mehr. Okay. Rake macht ein bisschen mehr Schaden. Auch nicht der Rede wert. Auch nicht der Rede wert. Interessant, wie das für Barrels dann skaliert. So, Evoker interessiert mich nicht, Hunter interessiert mich nicht, Braumeister interessiert mich auch wieder. Und zwar, okay. 20% mehr Schaden, oder was? All diese Spells. Was? Heißt es das? Okay. Spinning Crane Kick kann krass werden im AOE. Blackout Krieg, Single Target. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier fünfmal steht, aber hey. Vivify halt mehr, das war abzusehen, vor allem Vivify hatten sie auch extrem stark gebufft, ne? Wenn ich das mal anguckt, hier 92% mehr und dann hier, ja doch, 92% mehr Heilung. Das ist ziemlich krass. G-Burst, G-Wave, 25% mehr Heilung, Soothing Mist auch. Okay, Celestial Fortune ist ja der Passive vom Braumeister. You have a chance to equal your critical strike chance to be healed by additional 80%, ja. Das ist nochmal dadurch, dass du mehr Leben hast. Und Braumeister ist ja prinzipiell sowieso ein Spec gewesen, der sehr wenig Leben hatte, dadurch, dass er seinen Stagger hat. Ich bin gespannt. Celestial Brew haben sie auch noch erhöht, die Menge, die das heilt. Also die haben den Absorb vergrößert. Und dadurch, dass das ja fast keinen Cooldown hat, das ist auch ähnlich wie bei Baumrinde vom Druiden. 45 Sekunden hier, aber es hat noch ein Talent, was es reduziert. Das ist auch um die 30 Sekunden und zusätzlich hast du noch deine Fasshiebe, die es reduzieren und deine Tigerklauen. Das heißt, du landest da bei 20 Sekunden oder sowas als CD. Das ist mega stark. Brauchst du wahrscheinlich dann aber auch. Aber sehr interessant. Ja, die Heilung durch die Ochsen nochmal erhöht. Okay, das sind also alles noch Sachen, die haben mit der 25% mehr Lebensänderung zu tun. Wie gesagt, für eure Spezialisierung, die euch interessieren, könnt ihr euch das durchlesen. Was halt eigentlich relevant ist, sind diese ganzen Damage-Buffs, die hier noch kommen, ne? Die bei den verschiedenen Klassen mit dabei sind. So, kommen wir zum Schattenpriester. Okay, Flash Heal ist gebufft, ja, ist klar. Zenu ist gebufft, Prayer of Mending, Flash Heal ist alles gebufft, ja. Okay, ansonsten hat sich da nichts getan. Gut, das heißt für mich auch schon mal wieder, achso, Power Watch Shield. Keine Ahnung, was das hier heißt, weil da ist ja eine Änderung, vielleicht ist es hier auch nur schlecht eingetragen. Ja, das heißt, es gibt ein paar Damage-Änderungen, ein paar Tuning-Änderungen für Tier-Sets. Ne? Ich jetzt die drei Klassen nicht mehr angeguckt habe, da gab es das nicht. Ihr seht zum Beispiel hier, wenn wir runtergehen beim Enhancement-Schaman. Er hat eine Damage-Aura von 12,5% auf diese ganzen Spells. Das heißt, diese ganzen Spells machen plus 29 mehr, also vermutlich alles, was er hat, macht 12,5% mehr Schaden. Und das wird auf 19% erhöht. Das heißt, es gibt insgesamt 6,5% mehr Schaden auf diese Fähigkeiten. Wobei 6,5% mehr auf das, was vorher war, also so ungefähr 30% mehr Schaden. Ne? Auf diese ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob das einfach heißt, der macht flat 30% mehr Schaden. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber hey,
dachte eigentlich, Verstärker-Schamane ist ziemlich gut. Kann aber auch sein, dass sie irgendwo was nerven. Es ist immer manchmal ein bisschen schwer, das zu verstehen, wie die Auren im Hintergrund funktionieren bei diesen ganzen Builds, aber da braucht ihr euch gar nicht zu sehr mit auseinandersetzen. Ihr guckt euch einfach die Klassen-Discords an, da wird das genau aufgelistet, beziehungsweise in den Klassen jetzt, wo wir heute, wird das meistens ganz gut zusammengefasst, wenn das dann soweit ist. Ich denke mal auch zum Start des Patches am 3. Mai, da ist ja noch nicht der Raid offen und die neue Season hat ja noch nicht gestartet, aber da werden wahrscheinlich schon die ganzen Guides geupdatet. Da werde ich auch dann ein neues Video machen zum Schattenpriester, zumindest wenn ich das ein bisschen getestet habe. Auch wenn es dann nur die alten Dungeons sind, aber ich zumindest einigermaßen abschätzen kann, wie die neuen Builds sich spielen und wie die sich anfühlen. Vor allem will ich auch einen guten Key vorbereiten, um dann eben direkt in der ersten Woche vernünftig durchstarten zu können. Die letzte Sache, die passiert ist für den Release Candidate Build, und zwar sind das Änderungen oder Mystic Plus Tuning Changes. Und zwar nicht wenig. Also ich werde jetzt hier, wie gesagt, auch nicht alles vorlesen. Das könnt ihr euch gerne in Ruhe durchlesen. Aber was sie eben gemacht haben, ist gerade Dinge, die ich angesprochen hatte in Freihafen. Bei dem Boss Sky Captain Craig gab es ein Problem mit dem Azurite Powder Shot in Tyrannisch. Den Spell haben sie jetzt komplett überarbeitet. Man kann es visuell besser sehen und man kann es dispellen. Und sie haben den Schaden genervt. Ich hoffe, dass das reicht. Gerade jetzt mit den 25% mehr Schaden, mit der Änderung, ob das dann vielleicht doch wieder zu einer Win-Interaktion führt, wir werden sehen. Aber das war immer so ein Punkt, wo relativ früh in der niedrigen tyrannischen Stufe der Boss halt sehr, sehr one-shotty geworden ist. Und das sehr schnell was beendet hat. Wir haben bei allen vier Bossen in Freihafen was geändert. Beim Boss in Halls of Infusion machen sie es zum Beispiel so, dass die Stacks resetten zwischen den Intermissions und die Stacks erhöhen halt den Schaden, glaube ich zumindest, oder das Leben. Aber das sind alles so Sachen, die könnten problematisch werden in tyrannischen Keys, weil wenn der Kampf zu lange dauert, dann kriegt der Gegner zu viele Stacks und so weiter und so fort. Das ist eben hier auch in Uldaman so. In Uldaman spawnen zum Beispiel immer jetzt drei Ambusher und ein Geomancer. Es gab wohl auch die Situation, dass mal theoretisch vier Geomancer spawnen konnten oder sowas. Und das war halt komplett pain in the ass, weil die dann überall waren und die sehr viel Schaden gemacht haben. Und dann eben wurde hier der Damage-Bonus reduced to 5% pro Stack. Also kann man den Kampf auch viel länger fortführen. Ich weiß nicht, wie viel es vorher war, steht hier leider nicht. Aber prinzipiell sind da solchen Sachen sind Änderungen, um eben in tyrannischen Wochen, wenn ein Bosskampf statt einer Minute oder zwei Minuten einfach mal das Doppelte dauert, dann einfach nicht out of hand zu gehen. Weil es kann sehr, sehr schnell sehr, sehr one-shotty werden, wenn der zum Beispiel 50% Damage Buff kriegt, jede Intermission, die er macht. Und er macht alle Minute, macht er eine Intermission. Dann ist das nicht schlimm, wenn du den dann verstärkt spielst und der macht nur eine Intermission. Dann hast du halt danach kurzzeitig ein bisschen mehr, womit du umgehen musst. Aber danach war es das. Und dann kriegst du meistens irgendwie hin. Aber wenn du jetzt drei, vier Intermissions hast, dann wird der Kampf halt immer, immer schwerer. Und das hört nicht auf, immer, immer höher zu skalieren. Du kannst den Kampf theoretisch nicht ewig spielen. Und ab einer gewissen Stufe musst du halt defensiver spielen, damit du gewisse Dinge überlebst. Aber wenn du defensiv spielst, dauert der Kampf zu lange. Das war immer so das größte Problem in The Other Side gewesen mit HK. Weil der halt einfach, der hat immer mehr Schild gekriegt mit der Zeit. Und wenn du zu langsam warst, hat er noch mehr Schild gekriegt und hat noch mehr Schaden gemacht. Und das war einfach unmöglich, dann irgendwann da durchzukommen. Ne, das war eben genau diese Problematik. Und eigentlich arbeiten sie seit Dragonflight, auch schon in Shadowlands haben sie damit angefangen, arbeiten sie sehr daran, diese Mechaniken eben so zu reduzieren, dass sie das im Hinterkopf haben mit Tyrannisch. Damit das dann eben nicht out of hand gerät. Zusätzlich Anorod, many enemies have had their abilities updated and adjusted. Das ist natürlich auch so wahnsinnig, wahnsinnig schwammig, weil der zweite Boss da drin ist auch komplett krank, skaliert, immer mehr und immer mehr mit jeder tyrannischen Phase, die er gemacht hat. Ja, auf Anorod freue ich mich tatsächlich komischerweise, obwohl Anorod in BFA mit einer meiner Dungeons war, die ich eigentlich mochte, freue ich mich mit auf Anorod eigentlich am wenigsten. Aber mal sehen, es hängt alles von Skalierung ab. Vielleicht habe ich es auch einfach nur schlimmer in Erinnerung, als es wirklich gewesen ist. Oder nicht, aber ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch sonst soweit gefallen. Ihr habt ein bisschen was Informatives mitnehmen können. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo oder Like freuen. Ansonsten lasst doch in den Kommentaren da, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich als nächstes im Video bearbeiten kann. Oder worüber ich sprechen kann. Wenn solche Änderungen wieder kommen, dann teile ich euch das gerne mit. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.